Hallöchen und herzlich willkommen zu Just Cause 3. Ich möchte euch in dieser kleinen Folge zeigen, wie ihr den wunderschönen Formel-1-Wagen hier bei Just Cause 3 bekommt, den Mugello Ferina Duo. Okay, die Voraussetzungen dafür sind, dass ihr die Schnellreise freigeschaltet habt. Die Schnellreise schaltet ihr frei mit einer Mission namens Freunde wie diese. Wir gehen mal kurz auf die Karte. Die Mission dafür findet ihr hier unten auf dieser Insel. Also wenn hier startet ihr ja so ungefähr und hier unten ist eine Mission, mit der schaltet ihr dann die Schnellreise frei. Dann macht ihr eine Schnellreise zu diesem Rennen. Oder zu diesem Rennen. Und dann immer abwechselnd. Schnellreise hier, Schnellreise da. Das kann einen ganzen Augenblick dauern. Also bei mir hat es bestimmt fast 20 Minuten gedauert. Und irgendwann war dann der Wagen da. Also er hat dann gespawnt. Ich zeige euch noch genau, wo... Also wenn ihr an diesem unteren Rennen spawnt, einfach mit dem Haken kurz hier auf den Hügel hochziehen und schauen... Der LKW sollte genau hier spawnen. Wenn er halt nicht da ist, immer weiter versuchen. Wir reisen jetzt schnell hier hin. Machen da eine Schnellreise. Und dann zeige ich euch auch da, wo der dort starten sollte. Und zwar sind wir jetzt hier oben bei diesem Rennen. Kurz den Fallschirm. Einmal über die Brücke. Und dann genau hier vor uns auf diesem Wiesen. Da sollte dann der Formel 1 Wagen spawnen. Ja, und wie ihr seht, nach dem einen oder anderen Versuch haben wir tatsächlich einen wunderschönen Formel 1 Wagen. Steigt direkt ein. Ja, hört sich wunderprächtig an. Sinnvoll ist es natürlich, den Wagen als allererstes in die Werkstatt zu bringen, so dass wir den auf der sicheren Seite haben. Zu dem Wagen an sich, also er fährt sich wirklich gut, er liegt wie ein Brett auf der Straße, fährt an die 280 km/h schnell, ist aber wie für einen Formel 1 Wagen nicht unüblich, nicht sehr geländetauglich, also er geht relativ schnell kaputt. Es macht wirklich Spaß, mit dem Auto rumzufahren, versucht es selbst. Und ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kleinen Video ein wenig weiterhelfen. Über eine Bewertung würde ich mich natürlich sehr freuen. Also lasst mir einen Daumen da und ich sage in diesem Sinne, ciao, ciao.